Heerstraße Nord gemeint, es ist dieser Gebiet, dieses Bereich hier gemeint, der Kernbereich. Ich gehe mal weiter weg und wenn ihr nochmal auf die anderen Kartenteile guckt, seht ihr, dass sehr, sehr viel kleine Einsprengsel von Reihenhäusern zu sehen sind. Gibt es zum Teil auch noch von früher, wo auch eine andere Bevölkerungsschicht lebt, die eben über Eigentum verfügen. Die Karte, die ihr seht, die haben wir über unser Quartiersmanagement machen lassen, weil dieses Gebiet, über das wir hier sprechen, ist groß. Wir haben 22.000 Einwohner circa und die Karte hängt hier im ganzen Gebiet, damit alle Leute auch finden, was sie hier suchen. Ich zeige euch mal, es ist aufgeteilt in Schulen, in Beratung, Begegnung, Senioren, Kultur, Kirchengemeinden, Einkaufsmöglichkeiten und das ist alles auf dieser Karte gekennzeichnet. So, soweit zum Gebiet. Jetzt zeige ich euch einmal noch kurz unsere Räume. Wir sind, ach, das zeige ich euch nochmal hier, wir sind hier die Nummer 23, ganz in der Mitte, rechts neben den Punkthochhäusern, die ich euch schon beschrieben habe. Ich nenne unser Haus hier immer den Hasenbau, weil er so ein bisschen eigenartig liegt, mehrere Eingänge hat, man ihn nicht so genau auf den ersten Blick versteht. Er ist, finde ich, aber architektonisch ziemlich gelungen. Wenn ich euch jetzt mal so rumführe, seht ihr, es ist absolutes 70er-Jahre-Design, was Vor- und Nachteile hat. Ich gehe jetzt an unserem Empfangstresen vorbei. Meine Kollegin Marion versteckt sich gerade ein bisschen, kannst aber auch mal winken. Genau. Es ist, wenn man hier reinkommt, haben wir mittlerweile hier einen Empfang. Durch die Fähnchen haben wir eigentlich nur da, weil wir wegen Corona, Abstandswahrung hier die Teile abgetrennt haben. Hier hinten links oben geht es weiter zum Bürobereich, den zeige ich euch jetzt nicht. Hier links haben wir einen Beratungsbereich. Während Corona-Zeiten haben wir hier aus dem Fenster raus nach draußen Beratung gemacht. Und durch das Fenster und die Postklappe die Unterlagen gereicht. Das war eine ziemlich geniale Lösung. Jetzt machen wir es wieder mit Nummern und Kontakt nach draußen. So, ich gehe jetzt mal mit euch raus, weil ich euch noch das Haus erkläre. Hallo. So, ich gehe jetzt mit euch raus und einmal um das Haus rum, weil dieses Haus, in dem wir sind, war auch in den 70er Jahren sehr bedeutend. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Stadt. Was ihr jetzt hier Quartiersmensch hat den Preis gewonnen und Frau Giffey übergibt uns heute ein Dankescheck. So, zeige ich euch mal von außen den Eingang zu unserem Stadtteilzentrum. Hallo Moa, das ist mein Kollege Moa. Der wird gleich mit uns hier in der Rischka ein Crowdfunding-Projekt ein bisschen rumfahren. Der Regen ist auch ein bisschen besser geworden. So, wir gehen mal einmal Moa ums Haus rum und dann ja, ins Hochhaus. Vielleicht kannst du schon mal gucken, dass wir reinkommen. So, ich laufe jetzt einmal um dieses Haus rum, wo ich euch gesagt habe, dass Alleinstellungsmerkmal hat. Hier links ist unser Familienzentrum, unser Familientreff Starken. Geradeaus geht der Weg in das Einkaufszentrum. Rechts, da gehen wir gleich lang, werde ich euch in eines von den bekannten Punkthochhäusern führen. Aber erst zeige ich euch nochmal einen Blick auf dieses gesamte Haus, das, wie ich es genannt habe, so Hasenbau mitten in diesem Zentrum liegt. Hier seht ihr unsere Räume von außen. Unten ist der Fördererverein Heerstraße Nord. Das hier ist ein Weg, den ich habe versucht euch zu beschreiben, dass die Autos
nur bis zu einer bestimmten Stelle kommen, wie hier rechts. Auf der linken Seite sind dann keine Autozufahrtswege mehr. Ich schwenke wieder auf unserem Haus. Ihr seht, in dem Haus ist auch die evangelische Kirchengemeinde zu starken involviert. Das war auch so angelegt, dass die Bürger sozusagen vor Ort in dieser neuen Siedlung alles finden konnten, was sie brauchten. Wie hier auch rechts ist unser Ärztehaus, das MVZ, was anthroposophisch geprägt ist. Die Ärzte kommen aus Havelhöhe. So, ich schwenke nochmal rum. Also ihr seht, es ist so ein kleines bisschen unübersichtlich. Deswegen auch mein Name, der Hasenbau. So, und jetzt gehe ich mit euch und Moa auf, versuchen wir ins Hochhaus zu kommen und ich zeige euch einen Blick von oben. Der Empfang wird weg sein, es kann sein, dass wenn wir im Fahrstuhl sind, der Empfang weg ist. Ich hoffe, ihr bleibt dann trotzdem noch an Bord. Kann mir überhaupt mal jemand sagen, ob ihr mich noch alle hört? Ja, wir hören dich gut. Super. Und auch das Bild ist total spannend zu sehen, wie verwinkelt es da ist. Okay, super. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt in den 17. Stock von diesem Hochhaus hochfahren, ich zeige es euch mal, kann sein, dass der Empfang weg ist, aber oben wird er wieder da sein, allerspätestens, wenn wir wieder weiterlaufen. So. Das ist eins der Hochhäuser, wo du mal erzählt hast, dass der Fahrstuhl aus... Achso, geht da durch, ne? Genau, das ist eins der Hochhäuser, wo wir mal einen ganzen Tag vorbereitet haben, was wir machen können, weil der Fahrstuhl ausgefallen war. Wir haben so eine Nachbarschaftshilfe organisiert. Tom hat das gemacht, Tom Liebel, den ihr nachher auch noch gleich in einem Workshop sehen könnt und sprechen könnt. Und als dann alles organisiert war, ging der Lift wieder. So. Links, sage ich nochmal, geht ins Einkaufszentrum, das sage ich nachher noch was dazu. Und rechts seht ihr nochmal diese Überdachung auch hin zu unserem Haus. Diesen Weg, der ist abends ein bisschen unheimlich oft für Bürger. Hier, hallo, ich hoffe, sie stört sie nicht. Nein. Ach so, sie wohnen da auch mal. Das ist doch super. Dann können Sie das gleich reinlassen. Im 16. Und wohnen Sie da gerne? Ja. Ja. Super Blick, oder? Ja. Vor allen Dingen sehen Sie den Fernsehturm. Schön. Vom zweiten und dritten Stockwerk sollte man Rücksicht halten. Nur schlimme Leute. Gut. Ansonsten ist alles nett. Okay, alles klar. Ich gehe mal, schönen Tag Ihnen noch. Ich gehe mal weiter mit euch. Also es war eben eine Bürgerin, die habt ihr wahrscheinlich gehört, die im 17. Stock lebt. Ich, 16. genau. Ich zeige euch gerade noch die Bänke. Die haben wir hier anlässlich der EU-Wahl farblich durch Bürger umgestalten lassen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich glaube, wenn ihr jetzt hören konntet, was ich gehört habe, habt ihr gleich einen Teil des Problems hier vor Ort. Jetzt hören wir dich gerade nicht mehr und wir haben auch die Kommentare nicht gehört. Ich kann ja mal ganz kurz einspringen vielleicht, weil ich arbeite ja da. Vielleicht, dass der Kommentar war, in der und der Etage wohnen die schlimmen Leute, aber der Rest ist okay. Das sagen dann verschiedene Leute über verschiedene Etagen. Da wo in diesem Hochhaus, könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich super. Du kannst auch dein Video einblenden und dazu erzählen. Dann kannst du das ergänzen, wenn es bei Petra irgendwie aussetzt oder jetzt auch, wenn sie im Fahrstuhl ist, uns einfach gerne was über das Hochhaus noch erzählen. Genau, ich wollte ganz kurz was zum Hochhaus erzählen. Also in einem so einem Hochhaus wohnen 100 Mietparteien und genau im Fahrstuhl ist immer kein Empfang.
Aber sehr viele engagierte Leute wohnen in diesem Haus und die Etagen sind immer so die Bezugsnachbarschaften, wie in anderen Hochhäusern auch, also die direkten Nachbarn. Aber viele der Leute kennen sich. Jetzt aber nur ist Petra wieder da. Die Anzeige ist statt, aber die funktioniert bei. Hallo. Hallo. Tag. Du musst dich dann stellen, wenn du dran hast, das ist eine Tür. So, jetzt war der Fahrstuhl. Wieder ausfallen, genau. Vielleicht ganz kurz in der Tat zu dem Fahrstuhlausfall. Das ist ein großes Thema im Kiez, weil die Häuser sind 40 Jahre alt und es gibt einen gewissen Investitionsstau durch verschiedene Privatisierungsgründe. Und dieses Hochhaus wurde jetzt aber wieder rekommunalisiert. Es gehört der GEWOBAG. Und jetzt gibt es auch, und die GEWOBAG kümmert sich um ihre Leute, wenn der Fahrstuhl ausfällt. Das hat, ich weiß nicht, ob es wirklich gut funktioniert. Ich habe gehört, aber man kann dann anrufen und dann kommen sie vorbei und kümmern sich um einen, holen einen irgendwie runter aus dem Haus, wenn man zum Arzt muss, wenn man einkaufen muss und so weiter. Und du sagtest, es gibt viele engagierte Leute im Haus. Das ging ja flotter in den 17. Stock. Also mit einem haben wir gerade vor 2 Tagen was wegen dem Hunde, kleinen Hundeplatz, der hat uns was gezeigt, der wünscht sich dort für die Hundehalter des Hauses eine kleine Auslauffläche. Ein anderer gibt kostenlosen Gitarrenunterricht im öffentlichen Raum, wie auch bei uns im Stadtteilzentrum. Sag mal, Tom, hört ihr mich wieder? Ja, wir hören dich wieder. Genau, Tom hat die Fahrstuhlfahrt okay, überbrückt. Tom, magst du was? Okay, super. Vielleicht, Tom, magst du aber auch was zu erzählen, was wir sehen. Ich fange mal links an. Ich soll sagen, was ihr seht. Geh mal ganz links auf den Balkon. Das blaue, das rote. Erzählpause, erzählst du weiter, während ich langsam rumgehe. Okay, also dort sieht man die, ein Teil, die Rudolf-Wiesel-Siedlung, die ist immer noch privat. Da gibt es auch, ich habe ja nachher einen Workshop, wen das interessiert, der kann da gerne reingehen, erzähle ich ein bisschen was drüber. Diese Punkthochhäuser, wie gesagt, 100 Wohneinheiten sind jeweils drin, sind schön angemalt und die sind auch charakterbildend für dieses Gebiet. Genau, im Hintergrund die Rudolf-Wiesel-Siedlung. Unten das Grüne ist das Dach vom Starken-Center. Da fliegt eigentlich immer viel Müll drauf, aber jetzt sieht es gerade schon grün aus. Darf ich noch kurz einen Tipp geben für alle, die zugucken? Klickt in dem Bild vom Handy auf dieses Video anheften, dann seht ihr alle im Großbild das Bild und nicht den Sprecher. Ah ja, ich kann mich aber auch einfach... Ach so. Ja, nur wenn wir Sprecheransicht haben und ich finde es toll, dass es kommentiert wird nebenher, weil vom Handy hört man immer nur abgehackt. Mhm. Okay. Ja, okay, gut. Also genau, dort, was soll ich sagen, es sind Häuser. Also es wohnen halt viele, viele Leute. Das ist die Maulbeerallee. Das ist bei mir ganz klein, ich kann es gerade nicht sehen. Im Hintergrund sieht man Spandau, man kann bis nach Brandenburg gucken, also nicht die Stadt Brandenburg, aber eben aufs Land. Man sieht ganz klar auch die Kraftwerke, das sind jetzt für Nicht-Berliner alles nicht so interessant. Wir liegen ganz schön doll am Stadtrand. Und wenn man sieht, wie klein der Fernsehturm ist, ich weiß gerade nicht, wo er ist, aber man ist wirklich ganz schön weit draußen. Das sieht man von oben viel mehr, als es sich unten eigentlich anfühlt. 20.000 Leute wohnen in dem Kiez, in diesen industriellen Wohnungsbauten sozusagen, in den Eigenheimen natürlich noch viel mehr ringsrum und ja, vielleicht soweit. Wie ist denn das Verhältnis zwischen sozusagen Hochhäusern und Eigenheimbewohnern? Gibt es dann miteinander oder nein? Ist das also, wirklich so ein UFO im Grünen? Also die Heerstraße ist eine gewisse soziale Grenze auch. Jenseits der Heerstraße gehört zwar zum Kiez, aber da sind die sogenannten Probleme noch nicht so stark sozusagen.
Wobei Sie auch berichten, das schwappt drüber. Also es ist ganz klar, ne, auf dieser Seite der Heerstraße, da ist sozusagen die schlimme Gegend aus Sicht der, die nicht hier wohnen und so weiter. Die Eigenheime, die gehen natürlich, nutzen die Infrastruktur, ne? Die gehen einkaufen, das ist die Post, die Sparkasse und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es sozial zusammenhängt. Das sind sicherlich teilweise andere Milieus. So, wir gehen wieder runter, ja? Ja. Also wir haben nicht so viel mit Leuten zu tun aus dem Eigenheim, aber zum Beispiel engagieren sich, also hat sich bis Corona auch jemand sehr stark in der sozialen Maßnahme, also Ehrenamtliche kommen doch aus der zum Paar, oder? Genau, jetzt ist wieder Fahrstuhl, was erzähle ich denn jetzt? Gibt es vielleicht Fragen zum Viertel? Ich konnte vorher im Ton nicht hören, was war das Alleinstellungsmerkmal des Hauses? Des Hauses jetzt ist nur die Farbe grün, aber diese Hochhäuser sind sehr typisch für diesen Stadtteil, also identitätsgebend sozusagen. Dann sieht das schon von Weitem, klar, es ist die Heerstraße. Vielleicht meinst du das? Ach so, nee, und in diesem Haus wohnen einfach viele engagierte Leute auch, aber es gibt ja auch handfeste Probleme, der ganze Müll, es gibt Barrieren für Leute, die im Rollator sind und ab und zu brennt es und ach, der Sperrmüll und also zugemüllte Gänge und all diese ganzen normalen Probleme wahrscheinlich, also für diesen Kiez völlig normale Probleme, aber ganz dicke Bretter, aber es gibt eben genauso viele Leute, die sich auch engagieren, damit das nicht passiert. Und ganz schöne Kleinigkeiten zum Thema Tauschen vielleicht, es stehen halt unten immer auch Kartons, wo Leute ihren Kram rein, also auch rausstellen, so wie das steht eigentlich vor den Häusern und hier steht es eben oft im Hochhaus. Man weiß es nicht, ist das jetzt Müll, also kann das jetzt weg oder kann man das noch tauschen? Aber da ist so ganz lokales, also Sharing sozusagen im Haus wirklich auch vorhanden. Also es gibt dort durchaus eine sehr lebendige, solidarische Nachbarschaft auch. Ja. So, ich denke, ihr könnt mich jetzt wieder hören. Wir sind jetzt wieder unten. Ich gehe wieder zu auf unser Haus hier im Stadtteil. Moa holt jetzt die Rikscha und wird uns noch an 2-3 Orte hier im Stadtteil fahren. Tom, ich habe mitgekriegt, du hast einiges erklärt, während wir oben auf dem Dach waren. Gut. Ich zeige euch nochmal den Blick ins Einkaufszentrum. Das ist natürlich auch sehr in die Jahre geraten. Ich gehe mal kurz zum Anfang mit euch rein. Leider haben wir ja hier einen wahnsinnig großen Leerstand. Auch hier zeigt sich die veränderte Zeit. Als ich hier begonnen hatte, gab es Geschäfte wie Hussel, eine Tierhandlung, ein Reformhaus. Mittlerweile haben wir einen wahnsinnigen Leerstand. So, und nun seht ihr, kommt Mohammed auf uns zu gefahren. Der wird uns gleich rumfahren, aber vielleicht, Moa, erzählst du. Jetzt ist nicht ganz viele Sachen, mobilitätseingeschränkte Leute unterstützen, die halt einkaufen möchten. Durch die Corona-Nothilfe machen wir auch Einkäufe, fahren die zu Ärzten und ganz viele Dinge. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr Moa gerade hören. Er ist jetzt bei der evangelischen Kirchengemeinde angestellt. Ich muss auch noch sagen, Moa war lange bei uns angestellt. Er kennt Barbara sehr gut. Wir waren alle im Roten Rathaus auch zusammen. Und Moa studiert jetzt Sozialpädagogik, was wir alles an Bord. So, nun steige ich in die Rikscha ein und wir fahren ein Stück. Es kann sein, es wird ein bisschen lauter werden. Petra, kannst du das WLAN ausschalten? Bist du noch im WLAN? Ich werde sehr fürsorglich angeschnallt. Petra, bist du noch im WLAN vom GWV oder läuft das jetzt schon über diese? Nee, außerhalb.
Was? Ich glaub, wir können mich nicht mehr hören, oder? Doch, doch, jetzt geht's, aber es gab Aussetzer. Na, probier mal. Kannst du mich noch hören? Ja. Ja, wir fahren einfach ganz kurz weiter und dann wieder zurück. Sonst genießt einfach mal schweigend die Fahrt durch die Siedlung. Und falls man mich nicht mehr hört, Tom, kannst du ja was dazu sagen. Das ist eine perfekte Arbeitsteilung. Das ist jetzt Starken bei Nacht. Also ich sehe gerade nichts, leider. Nee, Petra muss versuchen, es vielleicht möglichst ruhig zu halten, das Handy. Sehr schwer. Also wir fahren mal langsamer. Geht's besser? Hier seht ihr den Parkplatz und seht ihr den Ort, den ich euch vorhin gezeigt habe, den das Quartiersmanagement als sogenannten Seniorenpark umgebaut hat. Eine kleine Stadt, eine kleine, aber nette Oase. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war hier dieses Foto, was ich euch gezeigt habe mit dem Brachland. Hier war eigentlich wirklich Fußballplatz und Basketballplatz, der voller Unkraut war. Okay, genau. Hier war ein Fußballplatz, der völlig überwachsen war. Wir müssen mal kurz anhalten. Wir sehen leider nur ein Standbild. Irgendwie. Sieht man was? Nein, die Netzwerkbandbreite ist offenbar zu niedrig, wird auf meinem Bildschirm angezeigt. Das heißt, es besteht keine Verbindung ausreichend für Videoübertragung. Oh, ich glaube, wenn die Internetverbindung reicht nicht aus für das Video. Habe ich auch. Können nicht sehen? Nee, wir können nicht sehen. Da muss ich zurück. Ich kann dir Hotspot geben. Wie denn? Könnt ihr überhaupt was sehen oder nicht? Nee, wir sehen leider nichts. Ihr seht gar nichts. Genau, vielleicht versucht ihr, wenn es eine Idee gibt. Ja. Warte mal, wir versuchen, sonst gehe ich zurück. Ja. Genau. Und sonst, Tom, du kannst ja auch nochmal erzählen, ihr macht ja auch viel sozusagen hinausreichende Gemeinwesenarbeit im Stadtteil. Ja. Genau, und gerade der Platz, wo jetzt gerade Petra ist. Ja, also wir arbeiten, also gerade der Moa ist auch eine Schlüsselperson im Kiez, der bringt die Themen zu uns und wir gehen. Jetzt ist sie lästig zurück, es ist eh nur eine Viertelstunde. Also wir hören nicht noch Petra, aber wir sehen leider dich nicht. Okay, ich gehe mal zurück. Und gerade dieser Platz, wo sie sich treffen, wo sie gerade sind, ist ein Streitplatz gerade in der Woche, weil dort Ruhestörungen versus Aufenthalt, Anwohner fühlen sich gestört, andere Anwohner treffen sich. Okay, ich laufe mal zurück. Ja. Und gleichzeitig will diese Gruppe dort gerne einen Unterstand. Sie wollen Aschenbecher. Schade. Aber du kannst ja was im Trinkenprojekt dann sagen. Genau. Ja. Jetzt sehen wir euch wieder. Ah, jetzt seht ihr uns? Ja. Mhm. Ja, wir sind immer auf dem Weg zurück. Oder wir können noch ein Stück probieren, ob es geht. Wir drehen mal. Genau, Tom, vielleicht erzählst du. Jetzt schauen wir euch nochmal den Garten. Genau, also diese Fläche wurde durch soziale Stadt, glaube ich, auch umgestaltet vor einigen Jahren. Da war mal ein Bolzplatz. Und er ist ein wichtiger Treffpunkt für junge Leute, aber auch für Alte. Und sie würden gerne diesen Platz auch weiter ausbauen, anpassen eigentlich. Und eigentlich, das kam bei dem Treffen jetzt am Mittwoch auch raus mit der GEWOBAG, mit dem kommunalen Unternehmen, dem das jetzt neu gehört. Es muss ein Schallschutz hin, denn gerade abends fühlen sich die Leute halt belästigt. Und das ist halt, es gibt keine Lösung. Es war total süß, wie die Leute anfangen, Lösungen zu denken und so weiter. Aber
Das ist halt ein Stadtteil, der ist voll vermietet, der platzt aus allen Nähten und der öffentliche Raum ist so wichtig auch, um die weil teilweise sind die Wohnbedingungen nicht so optimal und so weiter und das knallt dann natürlich und da versuchen wir auch immer wieder zu vermitteln und es waren jetzt auch am Mittwoch wieder ein älterer Herr dabei und wir versuchen halt, also das kann man gar nicht immer lösen, aber solange die Leute noch miteinander reden, ist es gut und eigentlich wollen alle miteinander Rücksicht nehmen, aber dann im Augenblick, wo es passiert. Eigentlich können wir doch zum Brunnen fahren, wenn okay. Jetzt wieder was gesehen. Wir sehen gut. Mach ruhig weiter, klar. Und ja, wir fahren weiter zu den Trinkbrunnen, vielleicht erzählst du schon mal darüber was und dann gebe ich nachher Moa das. Übergebe ich am Moa. Ich werde wieder angeschnallt, er ist so umsichtig. Danke, Moa. Also, dieser Weg ist halt einer dieser Hauptwege per Fußweg. Danke, Moa. Gehört wird von Autos, zumindest nicht offiziell. Und, er fährt ja zu einem Trinkbrunnen. Also, Moa ist weiß langsam zu nutzen, die man hat als Bürger in dem Kiez. Er ist auch im Quartiersrat. Und er versucht auch ganz viele Leute einzubinden. Er ist halt eine Schlüsselfigur und das funktioniert sehr gut. Und er hat mit einigen jungen Leuten gesagt, wir brauchen einen Trinkbrunnen im Kiez. Und es gab mehrere Treffen mit dem Wohnungsunternehmen und es hat sich lange rausgezögert, weil die Stadt wollte ja auch gerne Trinkbrunnen in den ganzen Kiez bringen. Und sie waren erfolgreich, sie haben es geschafft. Man konnte ganz gut die Leute einbinden. Sie haben überlegt, wo gute Standorte wären, haben sich mit den Wohnungsunternehmen hingesetzt und haben verhandelt. Und genau, da ist einfach diese Arbeit, das wisst ihr ja alle, mit den Schlüsselpersonen total wichtig und gut und hilfreich. Und es ist so schwer, diese Leute zu finden. Und es ist, dieser Kiez profitiert sehr davon, dass es halt die Leute gibt. Mhm. Und uns auch nutzen sozusagen. Also herausreichende Gemeinwesenarbeit, Barbara, ich weiß nicht, es ergibt sich halt, die Themen kommen schon ganz gut auch ins Haus rein durch die Leute oder bei Veranstaltungen so am Rande immer wieder und wir versuchen viel eben die Leute zu unterstützen, dann selbst aktiv zu werden, die Gespräche zu führen, sich Strategien zu überlegen und so weiter. Es gibt halt 1000 Probleme in diesem Kiez und aber die Leute arbeiten dran und es gibt ein ganz feines nachbarschaftliches Netzwerk, das kann man nicht anders sagen. Und ja. Tom, wie kümmert sich denn um die Gärten dort? Machen das die Bewohner selber? Was man jetzt sieht, da machen das die Bewohner nicht selber, das macht ein Wohnungsunternehmen. Es gibt aber in der Tat einen Gemeinschaftsgarten, der, vielleicht fahren Sie dann noch hin, der von einigen Nachbarn, einigen Mitarbeitern des Kiezes sozusagen mehr oder weniger gemeinschaftlich gepflegt wird. Das gibt es. Da gab es auch mit den Nachbarn viel Stress, aber es hat sich beruhigt und es hat lange gedauert, aber er ist jetzt, glaube ich, akzeptiert. Die Grünpflege ist immer wieder ein Thema natürlich, weil die Mieter unzufrieden sind mit den Firmen, die teilweise das nicht fachgerecht machen. Ich glaube, das ist immer ein Thema. Da kommt mal ein Hausmeisterauto vorbei. Genau. Und es sind halt auch riesige Flächen. Es ist alles nicht kommunal. Es gehört alles Wohnungsunternehmen. Und Ende letzten Jahres war das alles Privatfläche. Es gehörte einem privaten Wohnungsunternehmen. Jetzt gehört es zumindest der Gebobag, die ja dann mit Mieterbeirat und so weiter auch wieder Einflussnahme haben durch Mieter. Und das ist halt auch das Dilemma durch die so vielen Privatisierungen, ist ja nicht jetzt, also oder Verkäufe, werden auch Gestaltungsprozesse gestoppt, Förderprozesse gestoppt, die ja durch soziale Stadt durchaus möglich sind. Da wurde eben was noch, floss Geld rein, aber zum Beispiel konnten diese ganzen Auslagen konnten gar nicht fertiggestellt werden, weil eben dann die Privatisierung kam, die Deutsche Wohnen, die ARO. Jetzt wieder die Gewobag und das stört einfach dann auch die Stadtteilentwicklung, kann man nicht anders sagen. Und das baden dann die Leute vor Ort aus. Genau, da ist ein Müllplatzstandort, große Streitpunkte. Genau, wie in jedem Kiez wahrscheinlich. Vermüllung ist das Hauptthema des Kiezes gerade, eines der Hauptthemen, auch mit denen wir arbeiten mit Leuten. Aber dieser Kiez ist halt wirklich auch sehr sozial gebaut, kann ich anders sagen. Die Leute begegnen sich, es gibt viele Flächen zum Hinsetzen. Die müssen natürlich gepflegt werden. Und
zum Beispiel diese Graffiti sind, glaube ich, Jahre, gefühlte Jahrzehnte schon dran, wenn nicht übermalt oder kaum übermalt. Das ist, hat eine hohe Akzeptanz. Ja. Tom, danke für die Antwort. Die Leute, die dort wohnen, ich kann mir vorstellen, die bleiben sehr, sehr, sehr lange wohnen und ziehen überhaupt gar nicht mehr weg oder gibt es auch Fluktuationen? Ich habe jetzt keine genauen Zahlen. Also die Fluktuation hat natürlich, also es wird immer weniger, weil durch den angespannten Wohnungsmarkt hat man ja echt Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Und die Leute, die in das Viertel ziehen, wurden oft schon woanders verdrängt wegen Eigenbedarfs, wegen Modernisierung, wegen steigenden Mieten. Und wo wollen die jetzt noch hinziehen? Es gab immer auch so Phasen von Zuzügen von verschiedenen Nationen und immer was so in war oder wo gerade saniert wurde, dann zogen, glaube ich, Leute aus anderen Teilen der Stadt rein. Da ist der Springbrunnen. Also es gibt weniger richtig alte Mieter noch, die so Erstbewohner sind, die meisten sind weggezogen. Geh ruhig nochmal hin und dann gebe ich an dich mal über. Ja. Tom, ich gebe jetzt mal an Moa über, weil Moa ja maßgeblich an diesem Projekt beteiligt war. Hört ihr mich noch? Ja, sehr gut. Schön, dann kann Moa etwas erzählen über sein Projekt. Ich zeige nochmal, wer gleich zu euch spricht. Okay, jetzt gebe ich mein Handy weiter. Moa, ja. Erzählst du ein bisschen was? Genau, also dieser Trinkwasserbrunnen wurde von uns Jugendlichen und Leute aus dem Stadtteil oder Leute, die sich auch ehrenamtlich engagieren, initiiert durch Tom Liebelt, der uns da ganz großartig unterstützt hat, der uns quasi auch immer wieder zusammengeführt hat und uns also das alles angeleiert hat, quasi um uns zu unterstützen, haben wir jetzt einen Trinkwasserbrunnen, was viele Jugendliche auch nicht dachten, weil sie dachten, das wird eh nicht klappen. Und es war auch ein Kampf mit der ADO damals, weil das halt deren Grundstück war und unsicher war, also nicht sicher war, wer dafür haftet dann. Aber am Ende ist es halt doch noch passiert. Genau. Das ist ein Symbol. Okay, danke Moa. Ihr seht nochmal den schönen Trinkbrunnen. Okay, dann steigen wir jetzt wieder ein und fahren langsam zurück. Tom, vielleicht erzählst du, wenn wir zurückfahren, etwas, weil ich muss immer das Handy halten, dass es einigermaßen gerade ist. Ja? Okay? Ja, okay. Ich würde gerne nochmal, also falls ihr Fragen zum Kiez habt, dann zurück, könnt ihr die stellen oder zum Miteinander. So, Viola, dann wollte ich noch interviewen. Vielleicht, Dankeschön. Vielleicht kannst du dein Mikrofon ausmachen. Ich schweige. Okay. Also ihr habt ja alle eure eigenen Kieze. Also ihr könnt gerne erzählen oder auch Fragen stellen zu diesem Kiez. Ich mach mein Mikro aus. Okay, ansonsten, ja, hier sieht man halt so eine Stichstraße. Das ist eine andere Wohnung. Da wohnen in der Tat Leute, die etwas mehr Geld vielleicht haben. Da wohnen auch Leute schon. Ich will einmal dazwischen grätschen, Entschuldigung. Ja, bitte. Also ich bin in Neukölln, eben im Körnerpark. Und ich habe jetzt gesehen, dass es ziemlich viele Grünflächen gibt, was ja eigentlich total toll ist. Nur fällt mir immer auf, dass diese Grünflächen so ein bisschen trist sind. Es sind immer irgendwie diese dauergrünen Sträucher und so weiter. Und ich frage mich jetzt nicht nur an euch, sondern allgemein, es wäre eigentlich so toll, wenn man auch Beerensträucher oder irgendwas hätte, was man auch essen kann, was man ernten kann. Und ich frage mich immer, ob das quasi eine Idee ist, die noch nicht angekommen ist oder ob das zu teuer ist oder irgendwie, es gibt ja so viel fröhlichere Bepflanzungen. Das ist so allgemein, also frage ich mich auch für den Körnerkiez, ob man nicht irgendwie mal mehr in solche Richtungen gehen kann. Genau, also nur auch für mich eine ungelöste Frage. Ja, ich glaube, für die Nachbarschaft wäre es schon toll, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Bäume gepflanzt wurden, als die Beteiligung lief, ob überhaupt eine lief zu den Grünflächen. Aber grundsätzlich finde ich, also bin ich da völlig bei dir. Ja. Also wann sind Beteiligungsfenster, um sowas zu ändern? Ich meine, der Vorteil hier ist, es ist ein Quartiersmanagementgebiet. Es gibt also auch Aktionsfonds-Sachen und es gab auch im Kiez verteilt Hochbeete, wo Bewohner sich darum gekümmert haben. Die stehen teilweise, glaube ich, immer noch dort. Teilweise stehen sie in dem Garten,
in dem Nachbarschaftsgarten und dort war es in der Tat so, dass die Leute Tomaten und sonst was angezüchtet haben, wie sie es halt wollten. Also da gab es dann die Freiräume. Also ich hatte einmal ein kurzes Gespräch mit dem Leiter vom Grünflächenamt in Neukölln. Der meinte einfach, er ist alleine mit sehr, sehr vielen Flächen. Er kann sich um gar nichts kümmern, aber wenn man quasi mit fertigen Konzepten kommt, ist er für alles offen. Und ich weiß aber einfach nicht, ich denke manchmal, so ein Beerensträucher oder so würden ja eigentlich nicht viel mehr Pflege bedarfen, ja vielleicht das Wässern oder so. Aber an sich, ich frage mich immer, wo hakt es? Ne? Ist die Idee einfach noch nicht da oder ist es wirklich Kostenaufwand? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist gerade nicht Thema, ehrlich gesagt. Also es wäre jetzt, klar könnte man das jetzt machen, pflanzt Bärensträucher, aber es gibt tausend andere Themen davor, wo gerade schon Leute auf der Matte stehen. Und was in diesem Kiez zum Beispiel Thema war für einen ehemaligen Polizisten, der da in der Nähe wohnte, wo wir gerade waren, der hat sich um die Baumbewässerung gesorgt, um die Bäume gesorgt, schon letztes Jahr. Und der ist zum Bezirksamt, hat in dem Fall mit dem Quartiersmanagement zusammen und dem Bezirksamt zusammen haben sie, ich glaube, 5 Wassercontainer in den Kiez bekommen mit Gießkannen und seit diesem Jahr, Anwohner wässern dezentral ihre Bäume. Das soll ja auch viel mehr noch nach Berlin kommen. Das war jetzt gerade Thema, zumindest für ihn. Vielleicht inspiriert es aber Leute später mal, was anderes zu machen. Auf jeden Fall würden Bewohner das gerne ausdehnen, das Netz der Wassercontainer. Das Bezirksamt will jetzt demnächst auswerten und das ist ausbaufähig. Und darüber könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht dann auch diese Ideen der Gestaltung mehr reinfließen. Margit Beutler, willst du kurz was zur S-Bahn-Stadt sagen? Margit? Hi, sorry. Und noch 2,5 Minuten, ne? Also ich kenne die essbare Stadt selbst, Andernach selbst nicht. Ich weiß nur, dass, ich glaube, in Pankow gab es eben auch Bestrebungen in die Richtung. Danach könntest du vielleicht mal recherchieren. Genau, erschreckt dich. Wir haben noch 2 Minuten und ja, dann werden wir gleich alle wieder in den großen Raum gezoomt. Man muss doch gerne dazu sagen, also ich wollte noch kurz, so hier ist die Grundschule im Blick. Die Grundschule hat ja vorhin auch schon Petra Daten zugesagt. Die hat durchaus so Sorgen, ihre Sorgen mit der Elternarbeit und auch mit den Sprachen hinterherzukommen. Auf der anderen Seite war eben die Maulbeerallee. Also diese Zahlen, die Petra sagt, sind oft auch statistische Mittelwerte, wo dann doch auch nochmal bessere Wohnbereiche mit drin sind. Also auch die Kollegen vom KÖM sagen eigentlich, ist es oft noch viel dramatischer lokal vor Ort. Wenn man dann aber dort ist, man sieht es ja nicht unbedingt. Aber es ist eigentlich immer noch, es gibt einen viel höheren Migrationsanteil im Kiez, in diesen Straßen da sowieso. Es gibt eine viel höhere Armutsquote sowieso noch in diesen Straßen, als es eigentlich diese statistischen Mittelzahlen dann auch hergeben. Ups, jetzt ist, da wird ein verschwindelig. Genau. Oh nee. Ja. Okay, wir sind wieder zurück. Hört ihr mich? Ja, super. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, Moa. Es war super. Ich höre gerade ganz geschockt, wir haben noch 2 Minuten. Ja, dann kann ich euch nur noch mal das Hochhaus zeigen, auf dem wir waren. Ciao, Moa. Ja. Ciao. Vielen Dank. Ja, und ich hat euch ein bisschen was erzählen können über Heerstraße Nord. Ja, und hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich kann mich jetzt entspannen. Ich war so aufgeregt mit diesem neuen Handy. Ja, total. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Es war echt spannend, auch mal die Bilder zu sehen und wie ihr da durch den Stadtteil führt und was in eurer Arbeit wichtig ist und welche Orte wichtig sind. Okay, dann an alle viele Grüße. Ciao, mach's gut. Danke.